Hi Leute, heute im Video geht es mal ums Thema 100% Rohkost, ja oder nein. Und ja, es wird ja viel, ja unbedingt 100% Rohkost und ich selber esse 100% Rohkost im Moment. Aber es ist einfach nicht wichtig, denke ich. Ich wollte einfach mal ein paar Punkte dazu anbringen, was, denke ich, viel wichtiger ist bei der Rohkost und was einem viel mehr bringt. Ich denke einfach, es ist immer ein Entgiftungsprozess und was am besten die Gifte rausbringt, ist einfach Fasten. Und ja, das wenig Essen ist gleich der erste Punkt. Wenig Essen ist, denke ich, einfach viel wichtiger als 100% Rohkost essen. Wenn ich 100% Rohkost esse, schlechte Nahrungsmittelkombinationen mache oder Mix oder esse, wenn ich zu falschen Zeiten, wenn ich abends esse und das Essen dann ganze Nacht im Körper ist und trotzdem verwest oder ich einfach so durcheinander esse, dass der Körper es auch nicht verarbeiten kann, dann bringt die beste Rohkost auch nichts. Und wenn ich das Essen auch nicht genieße, wenn ich was weiß, was gesund ist, dann bringt es auch gar nichts. Das ist halt mal so der erste und wichtigste Punkt, dass man lieber mal weniger isst und ja, fastet, dadurch seinen Körper reinigt und ja, dann lieber mal was, wenn man was Schlechtes isst, das dann auch einfach genießen und in dem Moment dann, ja, man muss halt ein gutes Mittelmaß finden. Ab und zu Ausnahmen, viele Leute, es kommt einfach auf den Typ drauf an. Bei manchen, wenn sie dann mal Ausnahmen im Essen machen, dann werden die Ausnahmen halt schnell zur Regel. Deswegen ist es oft vielleicht auch besser, einfach dann zu 100% zu gehen, dass man halt dann einfach dabei bleibt und nicht dann doch wieder in schlechte Muster zurückfällt. Und ja, dann ein anderer Punkt ist einfach mal, dass man halt noch Gelüste, denke ich, hat und Zucht und dies vielleicht einfach besser unter Kontrolle zu bringen, wenn man bei 100% ist. Also viele sagen halt, ja, für viele, denke ich, könnte es einfach schwieriger werden, wenn sie ab und zu dann noch was Gekochtes essen, dass sie halt dann immer wieder daran festhalten und es dann nicht loslassen können und da eine gewisse Sucht und ein gewisses Suchtverhalten aufbauen. Und deswegen kann es, denke ich, von Vorteil sein, auf 100% Rohkost in dem Fall zu gehen dann. Und ja, ein dritter Punkt ist einfach mal, dass ich einfach nichts von Dogmen oder ja, Dogmatiken oder von so festgefahrenen Gedankenmustern halt, dass man da so fest an diesen 100%, unbedingt 100% festhält. Wenn man jetzt gerade mal gelüstet ist, ist auch gar nicht schlimm. Das schlechte Gewissen ist da viel schlimmer. Dann isst man halt mal was Gekochtes, macht nichts. Solange es wenig ist, ist viel wichtiger eben, dass man dann einfach, dann isst man halt mal ein Stück Pizza oder was auch immer. Ja, dafür fastet man dann auch mal ein bisschen. Dann ist es auch in Ordnung. Ja, ein anderer Punkt ist, denke ich, dass man halt einfach sein eigenes Tempo findet. Wenn der Körper noch nicht so rein ist, wenn man eben vorher viel Medikamente und so weiter genommen hat, dass man dann, wenn man zu viel Rohkost isst und zu viel fastet, dass die Gifte einfach zu schnell aus den Fettzellen und so weiter in den Blutkreislauf reingehen und dass man halt dann dadurch einfach eine zu starke Rückvergiftung hat und dass man dadurch, dass es dann besser ist, einfach mal noch einen gewissen Kochkostanteil drin zu haben, dann halt, aber das sollten es auch gesunde Sachen sein, denke ich, dass man halt dann einfach nur Gemüse ein bisschen dünstet oder was auch immer, Mono, wenn möglich, was weiß ich, einfach mal einen Kürbis dünsten und das dann in der Pfanne, das habe ich am Anfang oft gemacht. Und ja, dann hatte ich aber auch nicht mehr so das Bedürfnis nach und ja, wenn ich das Bedürfnis nach habe, dann würde ich es auch machen, aber klar hat man manchmal so die Gelüste, aber da so eine kurzfristige Befriedigung dann seine Gesundheit
wegzuschmeißen oder ja, man muss halt ein bisschen Prioritäten ab und zu setzen und seine Abhängigkeit dann auch erkennen und dann erstmal eine Zeit lang in den sauren Apfel beißen, bis man dann wirklich die neuen Muster zu einer Gewohnheit gemacht hat. Und dann fällt das Ganze einem auch viel leichter. Und ja, das ist, denke ich, viel wichtiger. Es ist nicht so wichtig, 100% Rohkost. Ja, nein, das ist wirklich egal. Find dein eigenes Tempo. Wichtig ist, dass es vorangeht und dass du nicht zurückfällst und die Sache dann gleich ganz sein lässt, nur weil es dann zu extrem war und du zu extrem da reingesprungen bist. Ja. Das wollte ich heute mal loswerden. Und ja, ihr könnt ja mal einfach runter und das Video drunter schreiben, was für einen Rohkostanteil ihr im Moment habt, wie es bei euch ausschaut. Ja, seid ihr bei 80, 90% oder ja, aber auch schon bei 100% seid oder wie ihr das handhabt. Und ja, ich freue mich über eure Meinung. Hinterlasst einen Kommentar. Macht's gut, Leute. Ciao.